Wir befinden uns hier in der Aula vom Ernestinum in Rinteln und wir haben die letzten ein bis zwei Jahre Vorbereitungen getroffen, um eben diesen Aula-Umbau vorzubereiten. Das heißt, die Peripherie wurde bearbeitet, wurden Vorkehrungen für den Kunstbereich, Erschließung, Mensa und Kunstbereich gemacht. Und jetzt sind wir so weit, dass wir im Endeffekt den Aula-Raum so gekapselt haben, dass wir mit den Ausbau- oder Fertiginstallationen beginnen können. Das heißt also, brandschutzrelevante Wände wurden gebaut, brandschutzrelevante Fenster werden noch eingebaut, die Innenverkleidung wird noch errichtet. Wir müssen zusätzlich noch das Dach erneuern, was hier oben drüber ist. Das kommt jetzt auch in den nächsten Monaten. Und dann wird es hoffentlich, oder soll ich einen Termin auch noch sagen, bis zum Ende des Jahres soweit fertig sein, dass wir diese Aula nutzen können.